Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, heute bin ich über einen interessanten Abschnitt, muss man fast schon sagen, gestolpert. Und zwar aus dem Lichtwelt Verlag Text, den aktuellen, und zwar Schulen und Kinder. Also absolut hörenswert. Da geht es eben um das Schulsystem, um alternative Schulsysteme und überhaupt darum, was Kinder brauchen, wie man Kinder erziehen sollte. Spannenderweise geht es dabei auch ganz klar um Vorbild. Wenn man das, was man predigt und von anderen verlangt, nicht selbst lebt, ist man kein Beispiel, man ist kein Vorbild und Kinder verwirrt das. Also, und das machen viele Eltern und das kriegen Kinder ja mit. Allein schon das Geflunkere zwischen Erwachsenen, ja, unfassbar. Und das Kind soll dann immer die Wahrheit sagen, wisst ihr? Die kriegen alles mit, ja. Einerseits bewusst und andererseits auch unbewusst, ja, auch in dem Alter, wo man es ihnen gar nicht zutraut, mal abgesehen davon. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, ihr wisst, ich komme da nur in Rage und fange über Schule an zu schimpfen. Das kann ich ganz gut. Nee, es geht um diese Aussage, Babaji, sich darauf auszurichten, ist kein Ansatz für eine Lösung der aktuellen Situation. Und zwar geht es darum, dass ja alles anders wird. Ja? Wir werden eine neue Welt bekommen, wir werden irgendwann kein Geld mehr brauchen und so weiter und so fort. Also das heißt, wir wissen schon, wo wir hinwollen. Und jetzt wird eben gesagt, sich darauf auszurichten, ist kein Ansatz für eine Lösung der aktuellen Situation. Auf Potenziale zu setzen ist grundsätzlich nicht falsch, bis dahin jedoch untätig zu bleiben und auf das Jetzt nicht zu antworten, ist eine Sünde. Gut, Sünde finde ich ein bisschen hart, aber viele Channelings durch Jan Johannes Kassel kriegen einen gewissen scharfen Ton. Das muss man mittlerweile wissen. Das ist eben auch der Style des Mediums. Ja? Ein bisschen wird es ja mal eingefärbt und da merkt man das wieder sehr deutlich. Das Hier und Jetzt verlangt nach Antworten und die von dir angesprochenen Entwicklungen müssen potenziell möglich werden. Dies geschieht, indem sich die Menschen ihren täglichen Aufgaben widmen und nicht, indem sie davor fliehen. Das ist ganz entscheidend. Ja? Bei Kindern und Eltern und Schule, da habe ich oft meine erwachten Mitmenschen gefragt, die Kinder haben, wie sie denn das jetzt handhaben. Ja? Nur aus Interesse. So nach dem Motto, gut, wir bekommen jetzt einen positiven Wandel und nichts wird so bleiben und wir werden uns auch nicht mehr kaputt arbeiten müssen und vor allem wird es auch dieses Bildungssystem so nicht mehr geben. Das heißt, man kann quer einsteigen, wenn man auf etwas wirklich Lust hat und man braucht nicht den Schein für diesen Schein für den nächsten Schein. Ja? Das haben Hochstapler, wie man sie ja nennt, schon bewiesen. Also es gab Ärzte, die haben nie Medizin studiert und waren mitunter die besten Ärzte. Es gab Piloten, die haben keinen Pilotenschein und waren sogar Ausbilder und die besten Piloten. Ja? Und so weiter und so fort. Also bei uns gelten die halt als Verbrecher. Ja? Wie kannst du es wagen ohne Nachweis, ja? Obwohl das ja durch das, was er gemacht hat, schon nachgewiesen hat. Aber so nach dem Motto, also, wenn du das nicht gelernt hast, dann darfst du das gar nicht machen. Auch wenn das, was du jetzt machst, super ist. Das machst du super toll, aber du darfst es gar nicht machen und deswegen kriegst du jetzt eine Gefängnisstrafe oder auf Bewährung oder was auch immer. Auf jeden Fall wirst du bestraft. Ja? Hier ein Beispiel. Im Krankenhaus galt er als guter Chirurg. Niemand wusste von der großen Lüge davon, dass er gar kein Arzt war. Nun musste sich ein 41-Jähriger wegen Körperverletzung in 330 Fällen verantworten. Fachlich, das ist das Krasse eben, war gegen den 41-jährigen Arzt nichts einzuwenden. Ja? Unter den Kollegen am Dürener Krankenhaus war er angesehen, die Patienten hatten Vertrauen zu ihm. Ach, herrlich, ja. Das räumte sogar der Staatsanwalt ein. Und am Ende hat er irgendwie knapp 2 Jahre auf Bewährung bekommen und aber auch ein lebenslanges Berufsverbot. Also er dürfte gar nicht mehr das Studium nachholen, sondern da ist er draußen. Da geht es natürlich auch um Urkundenfälschung, logischerweise, ja. Aber wie gesagt, ja, fachlich war alles top. Was daran auch witzig ist, weil eigentlich dürfte der ja gar kein guter Arzt sein. Das dürfte nicht der Fall sein. Das ist eben das Herausragende daran. Er hat im Prinzip bewiesen, dass man diese Ausbildung nicht braucht, um gut zu sein.
Und darum geht es ja auch bei dem Aspekt, und deswegen habe ich es ja auch erwähnt, das ist einfach nur zum Schein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Ich meine, es gibt Felder, da finden wir es nicht ganz so schlimm, zum Beispiel, wenn jemand Pianist ist, ja, und die Konzertsäle dieser Welt begeistert, dann würde auch niemand sagen, ja, pass mal auf, aber den Abschluss von der Uni hast du ja damals gefälscht. Total egal, ja, also Urkundenfälschung wäre es dann immer noch, aber niemand würde sagen, der ist jetzt ein schlechter Pianist dadurch, ja. Da ist es uns ganz klar. Aber, ja, natürlich finden wir es gruselig beim Arzt. Also, ich sag's mal so, wenn ihr im Krankenhaus wärt und ihr müsstet notoperiert werden und irgendjemand sagt euch die Wahrheit über den Arzt, dass der diese Ausbildung gar nicht gemacht hat, dann würdet ihr vielleicht auch sagen, habt ihr noch einen anderen irgendwo? Ja, aber wenn ihr, sagen wir mal, in einer postapokalyptischen Welt lebt und ihr hättet einen Unfall und irgendjemand müsste euch operieren, dann wärt ihr froh, wenn euch irgendjemand operieren würde. Ihr würdet nicht sagen, zeig mir mal bitte erstmal deinen Uni-Abschluss, ja? Mal schauen, was du für Noten hattest. Ja, aber der Fehler liegt ja daran, dass wir denken, ein Schein von vor irgendwelchen Jahrzehnten würde uns berechtigen, einen bestimmten Job auszuüben und nicht unsere echte Qualifikation, unsere echte Liebe und unsere echte Hingabe zu dieser Tätigkeit. Und natürlich ist das falsch, ja. Aber wenn ihr jetzt Kinder habt und sagen wir mal wirklich, eins von den Schratzen will Arzt werden, ja, dann würdet ihr auch nicht sagen, die Hauptschule reicht. Du brauchst es ja dann später nicht, weil du kannst dann einfach so Arzt werden, ja. Würdet ihr das riskieren, wenn das wirklich der Herzenswunsch von eurem Kind ist? Ja, wohl eher nicht. Dann würdet ihr ihm sagen, und das ist auch richtig so, dann musst du halt aufs Gymnasium und studieren, weil es im Moment noch so ist. Und wir wissen auch nicht, wie und wann es sich dementsprechend verändert. Und man sollte nicht mit der Zukunft seiner Kinder spielen. Ja? Aber ihr merkt schon, das ist ein bisschen kompliziert, ja? Weil man glaubt ja nicht mehr an dieses System. Und vor allem weiß man ja, dass es in der Schule tatsächlich um was anderes geht, als irgendwie den Kindern zu helfen, ein großartiger Mensch zu werden. Sondern die Idee der Schule, warum sie so eingeführt wurde, wie sie eingeführt worden ist, ist, dass man viele nichtdenkende Empfehlsempfänger produziert. Und das Überraschende, da ist es gar nicht überraschend, wieder macht der Faktor Mensch den Unterschied. Man kann als Lehrer großartige Arbeit leisten innerhalb dieses schlechten Systems. Und als anderes Beispiel kann man als Eltern oder auch als Lehrer in einer besseren Schule alles falsch machen. Und ratet mal, wo die Kinder besser aufgehoben werden. Ja? Ich habe heute meiner Lehrerin-Freundin, weil ich verfolge das wirklich schon lange und wir tauschen uns da auch intensiv aus. Ich kriege eigentlich alles Außergewöhnliche von ihr in der Schule als Sprachnachricht irgendwann mitgeteilt. Und ich habe ihr heute gesagt, ich glaube, du bist die beste Lehrerin der Welt. Ja? Also sie füllt das so gut aus, sie hat da so viel Liebe und auch Verständnis für alle Kinder, dass ich zu keinem anderen Schluss komme. Und klar, ich weiß, hören jetzt wahrscheinlich auch ein paar Lehrer zu und ihr seid wahrscheinlich auch großartiger. Bei der einen weiß ich es halt hundertprozentig. Und das ist aber auch ein gutes Beispiel, weil die anderen Lehrer, die sind nämlich nicht so gut. Das weiß auch meine Freundin und die findet es auch schade. Sie kann es halt nicht ändern. Sie kann nur ihr eigenes Wirken beeinflussen und damit den ihr anvertrauten Kindern was Gutes tun. Aber die anderen Kollegen machen halt ihr Ding. Und das ist zum Teil, das weiß sie auch, richtig schlecht. Hast du halt Pech gehabt, wenn du eine schlechte Klassenlehrerin hast, da? Aber auch hier, die schlechten Klassenlehrer, und darüber muss man ja auch mal sprechen, die haben auch die Berechtigung zu unterrichten. Die haben nichts gefälscht. Und trotzdem können sie das eigentlich nicht machen, was sie da machen. Und da gibt es auch Ärzte, die sollten eigentlich gar keine Ärzte sein. Ja. Da gibt es Piloten, die sollten besser keine Piloten sein und so weiter und so fort. Aber sie haben den Schein. Sie haben die Berechtigung und dann findet die Gesellschaft das auch in Ordnung. Das sind dann keine Hochstapler. Ja. Eigentlich sind es die echten Hochstapler, die nämlich diese Ausbildung haben und da nicht können, aber dann ohne Rücksicht auf Verluste ihren schlechten Job machen dürfen. Und wie gesagt, man kann dieses Schulsystem jetzt nicht einfach ignorieren als verantwortungsvolle Eltern. Geht nicht. Und genauso wenig könnt ihr andere Ist-
und Seinszustände, die jetzt gerade da sind, ignorieren. Geht nicht. Und wenn ihr es tut, seid ihr einfach nur ignorant. Und man kann Sünde nennen, ja, letztendlich mag Pessio mag genau das nicht. Ja? Ignoranz ist für ihn das Allerschlimmste. Und wir wissen ja auch, ja, wenn man weiß und nicht dem Wissen entsprechend handelt, dann weiß man nicht. Oder man ist dann wieder ein schlechtes Vorbild. Und im Kleinen wie im Großen, tatsächlich müssen wir jetzt auch das Beste aus diesem System machen, um die Vorbilder zu sein, um die Leuchttürme zu sein, an denen sich andere Menschen orientieren können. Wir können nicht sagen, wir warten mal ab, ja? Oder ich schreibe ab und zu mal einen Kommentar, immer nur dieses Gelaber, wann passiert denn endlich mal das Event? Ihr glaubt's gar nicht, wie mich diese Kommentare oft freuen. Ich flipp aus, so glücklich macht mich das. Das kommt gleich vor oder nach denen, ich weiß es nicht. Menschen mit den vielen Ausrufezeichen, wenn sie was ganz Wichtiges sagen, ja? 15 Ausrufezeichen. Das ist so. Friss oder stirb. Ja, so bei vielen Dingen müssen wir uns noch drum kümmern. Und deswegen war auch mein Auftrag, viele Tage euch über Geld zu erzählen. Ja. Ich habe dann irgendwann nicht mehr gewollt, aber vielleicht wäre der Auftrag noch gar nicht zu Ende gewesen. Ich habe euch erlöst davon. Ja. Und dennoch ist es wichtig. Ja. Natürlich wird es eine Zeit ohne Geld geben. Geld macht ja eigentlich gar keinen Sinn für eine in sich funktionierende und vor allem sich gegenüber wohlgesonnene Gesellschaft. Macht es keinen Sinn. Ja. Das ist ein Zeichen von Misstrauen, Geld. Aber noch ist es halt vorhanden und wenn man keins hat, ist es blöd. So. Und deswegen darf man schon seine falschen Glaubenssätze wegen Geld auflösen. Und wie gesagt, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Egal, was ihr euch vorstellt, was demnächst sein wird. Ja, sagen wir mal, ihr würdet wissen, ihr werdet ja dann wieder gesund. Ja, ihr braucht euch ja gar nicht gesund ernähren, weil dann kommt das Event und vielleicht passiert vorher noch was mit dem Körper und ich kann jederzeit meine Zellen ändern, also brauche ich jetzt gar keine Rücksicht nehmen. Ich kann mich mit den ungesündesten Nahrungsmitteln vollstopfen, alles super. Ja? Und selbst wenn ich krank werde, wird es geheilt. Versteht ihr? Also das hört sich schon dumm an. Ich habe es vielleicht auch absichtlich ein bisschen blöd erzählt. Ja, aber genau da ist jetzt unsere Verantwortung. Das heißt wieder, wir sind nicht nur nicht von dieser Welt und leben dennoch in ihr, wir leben auch jetzt in ihr. Ja? Wir leben nicht für die Zukunft hier. Der Wandel geschieht jetzt. Wir sind jetzt aufgefordert, uns dementsprechend zu verhalten, indem wir Themen auflösen, Traumata auflösen, Schattenarbeit machen und dafür sorgen, dass wir ein immer besseres Leben führen, um letztendlich immer mehr in die Selbstliebe zu kommen, dadurch ein viel größeres Potenzial zu haben, auch andere Menschen zu lieben, und zwar bedingungslos, weil wir unser Trennungsego im Griff haben. Und dadurch kommt dann der Wandel, auf den alle warten. Und deswegen lebt mit den Umständen, agiert mit den Umständen im Hier und Jetzt, setzt euch nicht selbst auf eine Warteschleife, durch die eure Geduld sowieso nur endlos strapaziert wird, wenn ihr ins Handeln kommt, in die inspirierten Handlungen oder eben auch mal nicht. Ja, wir haben ja schon über Flauten und über Aktionsphasen gesprochen. Dann wird euch nicht langweilig und die Zeit vergeht wie im Flug. Ich kann euch das wirklich garantieren. Ich habe das Gefühl, ich habe erst vor ein paar Wochen angefangen mit dem Podcast. Nur als Beispiel. Jetzt ist es schon deutlich über ein Jahr. Ich habe aber auch das Gefühl, ich habe erst vor ein paar Monaten mit Spiritscape angefangen. Das gibt es jetzt schon über 6 Jahre. What? Es ist so heftig, ja. Und alles könnte mit Geduld zu tun haben. Aber entweder habe ich eine unendliche Geduld oder mir ist einfach nicht langweiliger. Und ich sehe eben die Zeichen im Außen. Das tue ich wirklich. Ja, lasst euch nicht abhalten von positiven Zukunftsvisionen, die aber auch wichtig sind. Ja, natürlich ist es schön und wichtig, dass wir die haben. Aber lasst euch dadurch das Hier und Jetzt
das für euch zur Verfügung steht, nicht madig machen. Seht das großartige Potenzial auch im Hier und Jetzt in eurem Leben. Und alles wird nur noch viel großartiger werden und dann auch viel mehr an Fahrt aufnehmen. Automatisch wird sich dadurch eure Schwingung erhöhen und dadurch natürlich die Schwingung des gesamten menschlichen Kollektivs. Und dann dauert es vielleicht nicht mehr 12 Monate, sondern nur noch 10. Wer weiß es. Ja, na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus. Woohoo. Yippie! Thank you.